Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda 1, The Legend of Zelda für das Nintendo. Es ist wohl jetzt schon 14 Tage, fast 3 Wochen her, als ich zuletzt hier aufgenommen habe. Eigentlich wollte ich da ein Stück machen, aber irgendwie ist nicht so recht was draus geworden. Und ja, lass mich mal überlegen, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir standen jetzt vor dem 6. Dungeon und müssten uns auf den Weg zum 7. machen. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir auch noch einen roten Trank, das ist sehr gut. Nein, das würde ich natürlich jetzt nicht sagen. Wenn ich mich recht... Oh, hoppala. Ich wollte eigentlich... Genau, das hier wollte ich eigentlich. Hoppala. Autsch. Haben wir schon erfahren, wie wir den 7. Dungeon finden können. Und wenn ich mich recht entsinne... Na komm, geht schon an. hat uns jemand gesagt gehabt, es sollte eine Quelle geben ohne Feen. Geh jetzt einfach mal hier rein. Oh, schön, hier gibt es auch, hoppala, gleich eine Fee. Das war, Mann, ey, nicht ganz so gewollt. Aber hoffentlich geht das jetzt nicht im Laufe des Parts so weiter, dass ich mich ständig erwischen lasse. Dass ich mich erst wieder einüben muss. Das wäre nämlich eventuell etwas fatal. Und irgendwie brüllt mich mein Spiel gerade tierisch an. Ich muss das mal leiser stellen. So, wundervoll. Wie ihr seht, uns fehlen nur noch 2 Herzcontainer und dann haben wir beide Zeilen voll. Also das heißt, die letzten beiden Dungeons müssen noch abgeschlossen werden. Und ja, dann sind wir eigentlich bereit, um zu Ganon aufzubrechen. Und bereiter können wir dann gar nicht sein. Na gut, okay, wir können uns noch ein paar Kleinigkeiten leisten. Ich muss gerade mal gucken. Ja, wir haben ja fast 50 Rubine. Wir brauchen noch mindestens 100, weil wir können ja noch einmal unsere Bombentasche vergrößern lassen. Falls ich aber die Bombentasche nicht bis spätestens Dungeon 8 finden sollte, muss ich auf jeden Fall nochmal in die anderen Dungeons reinschauen. Ich hatte zwar eigentlich nicht vorgehabt, nochmal überall hinzurennen. Also ich wollte das jetzt eigentlich in, keine Ahnung, in den nächsten 4-5 Parts beenden, dieses Let's Play. Ich denke, das wird mir auch gelingen, wenn ich jetzt nicht gerade so am Rumeiern wäre, wie jetzt gerade eben. Ich wollte Richtung Dungeon 3. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Ich glaube sehr fest daran. Na gut, okay, wir nehmen jetzt einen etwas ungünstigen Weg. Abprallen lassen, bevor uns den Rücken schießt, der Sack. Ich hätte eine Etage tiefer schon abbiegen müssen. Also eine früher abbiegen müssen, will ich damit sagen. Naja, macht nichts. Wir sind ja doch relativ schnell hier unterwegs. So, also jetzt gerade eben läuft es wieder mal ganz gut mit dem Ausweichen. Das ist sehr schön. Ich hoffe, das bleibt auch so. Stehen bleiben. Schön stehen bleiben. Du auch. Wundervoll. Schauen wir weiter. Denn der 7. Dungeon, ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, ob ich euch schon mal den Ort gezeigt hatte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich damals drauf gekommen bin. Also entweder hatte ich es bei meinen Geschwistern gesehen gehabt. Schauen wir hier rein. Gibt's nichts mehr? Da gab es mal bestimmt Geld. Oder Geld zu bezahlen. Ich weiß es nicht genau. Oh oh, komme ich jetzt hier hoch? Nein, ich bin im Irrgarten. Ach ja, und mir hat auch einer von meinen Zuschauern erzählt, ich weiß nicht, ob es Miss Little Hall war, erzählt, dass es hier auch jemanden gibt, der einen die Kombination für diesen Irrgarten erzählt. Aber es kann sein, dass wir dafür um Geld spielen müssen. Genau, hier wollte ich hin. Habt ihr das gesehen? Der ist einfach über die Kante gelaufen. Wie seltsam. Wir können es nicht. Sauerei. Dieser Cheater. So, und jetzt das Geheimnis dieses Sees, denn das ist einer der Seen, die wir es auch schon von den Feen kennen, nur ohne Feen. Ein Ort, an dem keine Fee lebt. Und hier spielen wir jetzt auf unserer tollen Flöte. Das hier, Leute, müsste auch der einzige Dungeon-Eingang sein, wo wir nicht den Wirbelsturm rufen können. Aber wir können es nochmal kurz probieren. Und kein Wirbelsturm. Genau, das ist der einzige Ort, wo wir nie den Wirbelsturm rufen können. Der uns teleportiert. Herzlich willkommen in Dungeon Nummer 7. Oh Mann, hoffentlich bin ich jetzt bereit, weil, wie gesagt, ich bin ja jetzt wieder etwas aus der Übung, da ich ja das Spiel jetzt eine Zeit lang ruhen lassen habe. Oh, Moldorm, dich haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Ey, da klitscht sich neuerdings auch durch die Wand. Ey, das geht nicht, das könnt ihr doch nicht machen. Wieso? Ich kann das doch auch nicht, ihr Cheater. Na gut, Bomben sind gut zu gebrauchen. Ja, also die nächsten beiden Dungeons müssten noch relativ kurz werden. Der Knüller wird aber der letzte Dungeon werden. Der letzte Dungeon, der ist mindestens doppelt so groß wie die normalen Dungeons, die wir hier sehen.
Ich glaube, mit den Boomerang sind wir besser bedient. Ich war zwar jetzt an überlegen, vielleicht mal den Zauberstab mit auszuwählen, aber... Nee, da ist man zu geradlinig. Oh, wir haben den Ringmeister erwischt. Finde ich toll. Ich mag den Ringmeister. Das ist richtig sympathisch. Och nö. Muss ich die besiegen? Aber... Uiuiui. Zum Glück haben wir jetzt schon das stärkste aller Schwerter. Ach, was soll's, wenn man ihn erwischt. Oh, Fee. Bomben, die wir gerade eben nicht gebrauchen können. Vielleicht hätte ich die Bombe liegen lassen sollen. Aber wenn die Bosse wieder, die Gegner wiederkommen, dann hat mir das auch herzlich wenig gebracht. Hier wird's wieder hell. Waren die Fliesen zu sehen. Schön. Na, ach, Link. Einen Augenblick zu spät mit dem Schwert zugehauen. Schön stehen bleiben. Aua. Ha, im Rücken fliegen kann mir der Boomerang nicht. Wie seltsam. Das muss doch gerade wehtun. Das Ding kommt zurück und Link kriegt volle Möhre einen Schlag auf den Hinterkopf. Naja, die Leute damals waren wohl etwas robuster. Ein bisschen gestört. Und den kennen wir ja schon, den guten, wie hieß er? War das Dick Doker? Ja, das war Dick Doker gewesen. Dodongo war ist, Dingens da. Ist Dreihorn, der Dino. Ihr wisst schon, wen ich meine. So, diesmal lassen wir aber die Bombe dort liegen. Wir wissen nämlich nicht, ob wir sie nochmal gebrauchen können. Skelette! Ach Mensch, blöde. Die wollte ich gerade nicht benutzen. Ich wollte den Boomerang. Der Boomerang fest. Sehr angenehm. Und Skelette kaputt machen auch. Schüssel, die wir eigentlich kaum noch brauchen. Aber es ist gut, wenn wir mehr Schüssel haben. Man muss ja nicht immer alle Schüssel verbrauchen. Also irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, aufgrund, dass wir so viele Bomben bekommen, mal ein paar Bomben zu legen. Oben, unten, mal schauen. Nein, hier gab es nichts. Vielleicht können wir ja doch mal hier noch eine legen. Nö, nichts passiert. So, jetzt sind wir hier wieder bei den scharfen Geschossen. Hier eine Bombe und da eine Bombe. Wir müssen feststellen, es war für die Katz. Naja, macht nichts. Ach ja, genau, hier oben gab es auch noch einen Durchgang. Könnten wir vielleicht runter? Schauen wir, ob wir uns noch hier unten durchbomben können. Wir haben es ja dicke momentan mit den Bomben. Und ich denke, wir werden auch noch so einige Bomben bekommen. Also eine legen könnten wir uns noch leisten. Where is a secret in the type of the nose? Was ein Geheimnis ist? Was ist Tip oder Type? Auf jeden Fall in der Nase. Irgendwas in der Nase. Ein Geheimnis in der Nase. Ich weiß noch nicht, wie die Karte aussieht. Vermutlich bildet die nochmal irgendetwas. Ich komme an den nicht vorbei. Sau. Wirst gehauen. Tja, das sollten wir uns erstmal merken. Ja, die jetzigen Dungeons, die werden noch etwas komplexer, wie wir hier schon bald feststellen werden. Ach, irgendwie ist man nicht gerade ein bisschen angenehm. Ich meine, ich habe so nichts dagegen, wenn ich jetzt hier im Dunkeln... Mensch, hier sind eigentlich so viele Steine. Oh, da kann man bomben. Komm schon. Nein. Manchmal tut sich ja doch irgendwo eine Tür auf. Na, Link, nicht so komisch da davon rennen. Ah, das liegt daran, da ich kein normales Steuerkreuz habe, sondern so ein Bewegungsbutton da. Also hier so ein Digitalkreuz, genau. Das Wort hat mir gefehlt. Und ja, da kann schon mal vorkommen, dass Link ein bisschen konfus läuft. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich lieber mit den Originalcontrollern spiele, zumindest bei den alten Nintendo-Spielen, weil du da richtig präzise lenken kannst. Aber hier, das, naja. Also die Bomben gab es auf jeden Fall nicht für die umsonst. Oh, hey, da hat jemand einen Kompass, wie es scheint. Friss das! Oh, die konnten gar nicht zu mir kommen. Auch nett. Lalalala. Ey, Skelette, ihr seid mal richtig sympathisch, wisst ihr das? Feen gibt es ja auch noch. Habt ihr ja nur gutes Zeug hier anzubieten. Also behalten wir die Lampe, falls wir die im nächsten Raum wieder brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Ja, frisst Feuer. Ich weiß auch gar nicht. Es kann sein, dass es dieser oder der nächste Dungeon ist. Ich glaube, es war dieser Dungeon, wo wir unsere neue Kerze bekommen können. Und ich war am Überlegen, euch vielleicht noch alle möglichen Geheimnisse so als kleines Special zu diesem Let's Play zu zeigen. Aber dazu müsste ich erstmal eine gewisse Karte auftreiben, ne? Wo alle möglichen Geheimnisse mal vermerkt wurden. Ne?
Also wo wir Geld herbekommen, wo wir Geld verlieren können und solche Sachen. Ach, wisst ihr was, ich lasse euch jetzt mal links liegen. Geht mir gerade ziemlich am Hintern vorbei. Oh, ich denke, du willst mehr Bomben haben. Das ist aber nett. Dich muss ich mir merken. Schade, dass das Zelda hier noch nicht so ist wie in den DS-Spielen. In den DS-Spielen könntest du jetzt zum Beispiel die Karte aufrufen und dir dort eine Markierung setzen. Da kannst du sagen, aha, da war noch was, da soll ich nochmal hingehen. Aber leider ist das hier nicht der Fall. Na gut, wenigstens können wir unseren Boomerang noch verwenden. Komm nur her. Sau, verflixt. Na gut, erwischt habe ich ihn noch. Bleib stehen, bis ich mein Schwert wieder einsetzen kann, so wie jetzt. Tja, leider brauchen wir noch etwas Geld. Also hier gibt's auf jeden Fall noch mal die Bomben. Schone bitte, Dick Dogger. Da ist ja hier richtig, richtig... Sind wir an einem Sandtempel? Sind wir zufällig in der Wüste oder so gelandet? Kann ich mal... Ne, die Wüste war ganz woanders. Die war... da, wo wir unseren ersten Herzcontainer freigebombt hatten. Also unseren hinterhergeworfenen Herzcontainer. Ihr wisst schon, denke ich mal, dass ihr euch erinnern könnt. Dort war die Wüste. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, weil das ist ja eigentlich ein Seeigel und am Meer sind wir eigentlich auch nicht. Das Meer ist auch hier jenseits von unserem Standpunkt aus, von diesem Dungeon aus. Oder gibt es Süßwasserseeigel? Das wäre mir nämlich neu. Ich glaube zumindest nicht, dass es ein Salzwasserteich war. Weil normale Teiche sind im Normalfall nicht salzig. Meistens alles nur, was am Meer ringsherum ist, ist salzig. Klingt komisch, ist aber so. Also es würde mir jetzt so meine Logik sagen. Ah, ich wette, wir bilden jetzt wieder eine Art Drachenkopf. Grumble, grumble. Tja, also wenn man jetzt versucht, notdürftig Englisch zu übersetzen, was auch immer das bedeuten soll, wird man hier nicht weiterkommen. Das soll schlicht und ergreifend bedeuten, mir knurrt der Magen. Grummel, grummel. Tja, und da unser Kollege so hungrig ist, haben wir doch das passende versucht. Oh, hoppala, das wollte ich eigentlich nicht, den jetzt verhauen. Das war der falsche Knopf, Leute. Wir versuchen es gleich noch einmal. Es ist aber wieder beruhigt. Tut mir echt leid. So, und dann können wir jetzt hier durchgehen. Leider können wir keine Flammen löschen. Wir sind leider, löschen. Wir sind leider nicht beide bei Dinger Weißig. Wir können keine Tränen verschießen. Wir haben leider immer nur begrenzt die Möglichkeit. Ach, eine Art Maul, eine Art Drachenmaul haben wir hier. Wir nutzen erstmal unsere Kerze, um hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. So, auch verflixt. Jetzt hat der Sack mich auch noch erwischt. Dieser Cheater. Nur weil ich ein bisschen hier auf halb achte stand. Jetzt kann ich mein Schwert noch nutzen und mach den Zauminner. Kaputt schlagen. Au, wow, 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 wow. Hat er mich jetzt erwischt? Oh Mann, hör auf mich zu schubsen! Nein, komm zurück! Danke! In der Nase, hat er gesagt, ist ein Geheimnis. Wie viel haben wir denn jetzt erkundet? Wollen wir vielleicht hier oben doch mal spaßeshalber eine Bombe setzen? Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich schon Bomben bekommen. Wir haben schon eine Weile keine Bomben mehr bekommen. Naja, ich weiß, ich beschwere mich, wenn ich Bomben bekomme und ich beschwere mich, wenn es keine Bomben gibt. Mann, ey! Blöde Viecher! Ach, ich bin heilfroh, dass die mir keine Herzen abziehen. Das ist wirklich ein Segen. Oh, ein Geheimgang. Ganz so, wie ich es vermutet habe. Lass mich doch mal durch. Flickst. Ja, bitte? Oh, Geld. Oh, immer noch her damit. Wir müssen schließlich noch ein paar Bomben kaufen. Apropos Bomben kaufen. Wir können auf jeden Fall noch mal eine Bombe im Auge legen. Und wo war gleich noch mal der Bombentüdel? Da war 1, 2, 3 Felder unter uns. Ja, ja, wir wissen ja jetzt, wie es hier aussieht. Keine Lust, die Kerze auszurüsten. Und da seid schon wieder ihr hier. Oh ja. Ihr seid mir immer noch lieber als Ritter. Ich mag nämlich keine Ritter. Die laufen zu konfus herum. Immer in meine Richtung. Ich kann sie nur einseitig treffen. Das finde ich nicht schön. Ich weiß ja nicht, wie es euch gehen würde an meiner Stelle. Na, jedenfalls tun wir den erstmal abmurksen und wir wollten hier eine Bombe legen. Überhaupt, wir sollten reihum versuchen, um das Auge herum eine Bombe zu legen. Oh, und wir kommen hier rein. Welch eine Überraschung. Oho. Hier sieht aus als... Furcht? Also entweder geradeaus hier rüber oder nach unten. Holla. Wartet der Boss auf uns.
Welcher wird es wohl sein? Ich habe so die vage Vermutung, dass entweder Georg nochmal Georg kommt. Oder Georg. Wenn die wiederholt. Jedenfalls wird dieser nicht ganz ohne sein, da er jetzt schon mindestens 4 Köpfe haben muss. Achso, ja, der Kunde ist einfach hier. Tada! Ganz schön ein Item! Yay! Unsere Kerze! Unsere wohlverdiente Kerze! Das Buch wäre mir ja fast noch lieber gewesen, aber ich glaube, wenn wir es hier nicht finden, dann finden wir es im nächsten Dungeon. Apropos im nächsten Dungeon, ich glaube, ab dem diesen oder ab dem nächsten Dungeon müsste es 2 Dungeon-Items zu finden geben. Im letzten, wo wir bei Ganon sind, wird es auf jeden Fall 2 Dungeon-Items geben und entweder hier oder im nächsten wird es auch 2 geben. Ja, wir haben nämlich noch die Chance, auf die Schlüssel endgültig zu verzichten. Und jo. Tja, brauchen wir halt eben keine Schlüssel mehr. Was soll ich weiter dazu sagen? Ist doch eine praktische Sache, oder? Schlüssel hinterhergeworfen zu bekommen. Ein Universalschlüssel. Das ist doch die Frage. Warum verlieren wir ständig einen Schlüssel, wenn wir nur die Tür öffnen? Liegt vermutlich daran, dass die Schlüssel so billig verarbeitet sind, dass sie bei Benutzung abbrechen. Es ruckelt! Es ruckelt! Aus! Aua! Ja, das Herz hebe ich mir jetzt auf. Ich halte ja doch ein bisschen mehr aus, Gott sei Dank. Und schon bald habe ich die Chance, sogar noch mehr auszuhalten. Apropos noch mehr aushalten. Ich habe Bomben bekommen, sehe ich gerade. Da legen wir doch auch mal welche. Nein, das ging nicht. Dann eben nicht. Dann gehen wir eben hier lang. Kann ich hier was verschieben? Nein. Zufällig auch Geheimgang? Nein. Warum nicht? Gehen wir nochmal hier rein. Wir legen hier mal ein paar Bomben. Ich komme ja doch direkt zum Boss. Weil ich das ein bisschen wundern würde. Also einer von den beiden führt zum Boss. Oh, ich komme ja weiter. Richtung Nase soll ein Geheimnis liegen. Vielleicht reden wir hier auch von der falschen Nase. Lassen wir uns überraschen. Mensch, kriegen wir Herzen ohne Ende. Und wieder Bomben. Hoppala, eigentlich wollte ich die gerade eben nicht mitnehmen. Gut, wir wissen, wo der Boss ist. Aber was gibt es hier noch Schönes zu sehen? Och, nicht du schon wieder. Langsam gehst du mir echt auf den Sack. Genau, machen wir dich. Aber, au, 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 au. Bomben. Kriegen wir so viele Bomben? Das muss eine Bedeutung haben. Da gab es ja auch noch diesen Raum mit den vielen Dodongos. Das sollten wir auf jeden Fall auch im Kopf behalten. Oh, Dodongos. Ja, das Stichwort. Voilà. Aua. Was zum... Was ist da los? Ey, ich kann mir nicht mehr so viele Fehlversuche leisten. Bleib doch mal stehen. Dieses Geballer, das geht ja tierisch auf den Sack. Friss. Nicht alles. Ach, Flix. Muss ich mit dem Augenblick warten. Das Problem ist, wir kriegen die wirklich nur los, wenn wir denen ihr Maul mit Bomben stopfen. Was? Ja, ein erlegt. Oh Gott, eine Fee. Die nehmen wir auch gerne. Ey, der klitscht sich hier einfach durch. Ich darf das auch nicht. Die Gegner sind immer so unfair. Friss. Friss. Und gib mir Bomben! Flickst! Friss! Ja, Bomben! Toll! Aha, verstehe, ich komme sonst also gar nicht Richtung Nase. Deswegen der Geheimgang. Och nee, jetzt sag bloß nicht, ich komme jetzt... Rollmaster! Nein, und ich kann kein Schwert benutzen! Er bringt mich wieder an den Eingang zurück, wenn ich Pech habe. Jetzt könnt ihr mich alle mal. Frag mich nur, ob ich da jetzt noch schieben darf, wenn es hier einen Geheimgang gibt. Ich mag diese Kugeldinger da nicht. Ich probiere mich einfach mal. Und wenn nicht, dann muss ich halt eben rausgehen und nochmal hier reingehen. Eigentlich steht es jetzt sehr gut um unsere Herzen und alles. Also normalerweise könnten wir zum Boss gehen und den Rest der dieses Dungeons im Anschluss wieder durchsuchen. Oh, aber ich sehe gerade, ich habe ja die Zeit vom Feinsten überzogen. Ich glaube, da werde ich hier erstmal eine Unterbrechung machen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Scheiße, Mann. Schon lange nicht mehr überzogen. Na gut, jedenfalls danke ich euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.